Hier ist ein Behälter, der eine Flüssigkeit enthält und der an diesen drei Stellen durchlöchert ist. Man kann dann erkennen, dass die Flüssigkeit durch diese drei Löchlein herausgedrückt wird und man erkennt auch, je tiefer man in der Flüssigkeit ist, desto stärker wird diese Flüssigkeit herausgedrückt. Also, in einer Flüssigkeit entsteht ein Druck, der mit der Tiefe zunimmt. Das ist der hydrostatische Druck, den man auch Wehredruck nennt. Hier haben wir ein hohles Rohr mit einem Boden versehen, in diese Flüssigkeit eingetaucht. Dieser Boden wird durch den hydrostatischen Druck gegen dieses Rohr gehalten. Der Boden ist nicht befestigt. Jetzt nehmen wir an, dass dieser Boden nicht ganz flüssigkeitsundurchlässig ist. Das bedeutet, dass Flüssigkeit durch diesen Boden nach oben gelangen kann. Und solange diese Höhe der Flüssigkeit nicht mit dieser Höhe außerhalb des Rohres übereinstimmt, bleibt dieser Boden durch den hydrostatischen Druck gegen das Rohr gedrückt. Aber sobald diese Flüssigkeitssäule im Rohr auf derselben Höhe steht wie außerhalb vom Rohr, ist dieser hydrostatische Druck mit dem Druck, der besteht durch diese Wassersäule, ausgeglichen und dann fällt der Deckel auf den Grund des Behälters wegen seiner Gewichtskraft. Also, der hydrostatische Druck entspricht der Gewichtskraft der Flüssigkeitssäule geteilt durch den Flächeninhalt von deren Basis. Im Physiklabor können wir durch solch einen Aufbau, durch den Höhenunterschied der Flüssigkeit in diesem U-Rohr, den hydrostatischen Druck anhand dieser Membrane messen. Und so können wir feststellen, dass der hydrostatische Druck klein p weder vom Flächeninhalt A der Membrane abhängt, noch von deren Orientierung, sondern nur von dieser Tiefe h. Wir definieren, der hydrostatische Druck ist ein Druck, der in einer Flüssigkeit entsteht. Er steigt mit der Tiefe und wird in Pascal oder in Bar ausgedrückt. Die Einheit vom Druck ist also Pascal, das heißt Newton geteilt durch Quadratmeter oder Bar, wo ein Bar definiert ist als 100.000 Pascal, das heißt 10 hoch 5 Pascal. Wir konzentrieren uns jetzt auf den hydrostatischen Druck klein p, der durch das Gewicht von dieser Flüssigkeitssäule auf diese Membrane ausgeübt wird. Es gilt, dieser hydrostatische Druck p ist gleich zur Druckkraft F geteilt durch den Flächeninhalt A. Aber die Druckkraft F, das ist die Gewichtskraft von dieser Flüssigkeitssäule, also Groß G. Das heißt, die Masse dieser Flüssigkeitssäule mal den Gewichtsfaktor klein g. Wir wissen auch, dass die Dichte von der Flüssigkeit in dieser Säule gleich zur Masse dieser Flüssigkeit ist, geteilt durch ihr Volumen. Also ist diese Masse m gleich zu Rho mal V. Demzufolge können wir hier dieses m durch Rho mal V ersetzen. Ist gemacht. Der Rauminhalt von dieser Flüssigkeitssäule wird natürlich berechnet durch Basisflächeninhalt mal Höhe, also A mal H. Und demzufolge
ist V Detail durch A gleich klein h. Also können wir hier den Bruch V geteilt durch A durch klein h ersetzen und haben somit gefunden, dass der hydrostatische Druck klein p gleich ist zu Dichte der Flüssigkeit mal Gewichtsfaktor mal Höhe h. Demzufolge gilt, der hydrostatische Druck hängt von der Dichte Rho der Flüssigkeit ab, von dem Ort der Messung, weil dieser Gewichtsfaktor klein g ortsabhängig ist, und von der Tiefe klein h in der Flüssigkeit.